Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken, wo wir uns auf dem Weg in Richtung der Hauptquest befinden. Wir sind in Visoria, in dem Reich von Tante Olas. Und ja, die letzten beiden Folgen haben wir damit verbracht, das alles hier ein bisschen zu erkunden. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das grundsätzlich mit den ganzen Erkundungen handhaben möchte. Denn mir fällt auf, es wiederholt sich doch ziemlich. Also, ich weiß nicht, man hat halt doch, auch wenn es unterschiedliche Gegenden sind, man hat immer die gleichen Geschichten, die man machen muss. Und auf Dauer ist das dann doch relativ eintönig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ja, wie ihr das gerne hättet. Wollt ihr jeden Ort sehen? Wollen wir, keine Ahnung, irgendwelche extra Erkundungsfolgen machen, wo man dann wirklich Ort für Ort einmal abgeht? Also zum Beispiel, wenn wir uns hier die Karte angucken, sind wir jetzt ja gerade auf dem Plateau von Visoria. Und ich sag mal so, die Sachen, an denen man vorbeikommt, die machen wir natürlich auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alles auslassen. Aber wenn es jetzt darum heißt, okay, hier so ein Monument oder... Es gibt ja auch tatsächlich Gebiete, in die kommt man questtechnisch gar nicht. Das hier können wir mal wegmachen. So zum Beispiel das Gebiet hier hinten. Ich glaube nicht, dass wir da questtechnisch hinkommen, aber das wäre dann zum Beispiel etwas, da würde ich eventuell dann einfach eine extra Folge draus machen, wo wir dann aber nur den Goldhügel komplett einmal erkunden. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch da tatsächlich am liebsten wäre. Und genau, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze angehen. Noch ein Tor. Und wahrscheinlich lauert schon der nächste Bösewicht. Sei besser auf der Hut. Juhu, eliminiere den Feind. Das klingt doch schon mal sehr schön. Die Frage ist, was für einer wird das hier sein? Weil in Visoria hatten wir bisher noch gar nicht dieses... Oh mein Gott, nicht diese Lampen. Oh. Oh. Was? Okay. Eliminiere den Feind. Oder auch eliminiere einfach alles. Töte alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Nein. Hauptsache, es tötet nicht mich. Okay. Ja, gut. Ich müsste dann bitte einmal an die Lampe ran, damit ihr alle verschwindet. Okay. Habe ich die jetzt, diese Lampe? Toll, die Lampe habe ich jetzt, aber es interessiert keinen. Toll. Gut gemacht. Jetzt zerstör die Lampe. Hab ich doch schon. Okay, die Lampe ist zerstört. Na gut. Vergiss die Schergen. Greif die Lampe an. Ja, Ralf, ich weiß. Mach ich. Also versuche ich. Wenn diese Schergen sich einem Goliath gleichen würden. So. Ja, immerhin ist er gegen die Wand gelaufen. Sehr schön. So gefällt mir das. So nicht, so gar nicht. Aber so. So, dann machen wir auch das einmal. Wir erteilen der Lampe eine Lektion. Machen wir. Wir erteilen der Lampe eine Lektion. Dinge, die auch nur in einem Spiel Sinn ergeben. Wo haben wir denn hier noch eine Lampe? Da haben wir noch eine Lampe. Ich glaube, sie zu töten bringt uns nicht weiter.
Oh, den habe ich jetzt gerade vorher nicht kommen sehen. Also, jetzt sehe ich ihn. Also das mit diesen Lampen ist total ätzend, finde ich. Schnell, gleich kommen neue Feinde nach. So schnell ist das hier leider alles nicht, lieber Ralf. Kann man hier, ich weiß nicht, ist das hier vielleicht sinnvoller? Nicht wirklich, ne? Ja, wobei, vielleicht doch. Da trifft man zumindest etwas mehr mit. So, die Lampe haben wir auch. Okay. Zerstör die Lampe, sonst kommen immer mehr nach. Okay. Die haben wir. Aua. Die Lampe ist geblockt, die nicht. Frey, wenn du ausweichen sollst, dann tu es doch einfach. Ich lasse mich aber auch gerade sehr viel treffen. Ich gebe es zu. Okay, die Lampe ist auch weg. Und jetzt fehlt nur noch die letzte. Das heißt... Oder? Die letzte? Ach nein, da ist auch noch eine. Was kann man denn da am besten machen? Oder geht das hier vielleicht besser? Okay, das gefällt mir. Das war gerade gar nicht mal doof. Ach, komm schon, Frey. Ach, wieso stelle ich mich dabei jetzt auch gerade so doof an? Das gibt's doch nicht. Also. Okay. Und ich schätze mal, jetzt müssen wir ihn hier besiegen und dann haben wir es. Vielleicht. So, und er mochte ja diese Magie nicht. Wobei ich ihn ehrlich gesagt auch gerade voll nicht mag. Ich habe das Gefühl, noch einen Treffer und wir sind tot. Ich will das nicht. Chance. Okay. Die Lampe ist ungeschützt. Nicht schlecht. Ganz schnell fertig machen hier. Okay, okay. Oh mein Gott, das haben wir geschafft. Okay. Puh. Oh, wie enthusiastisch. Ja, aber unbedingt. Ich wünsche mir jetzt gerade eine Zuflucht. Aber ich glaube, hier war auch gleich eine vor der Tür. Ansonsten haben wir ein riesiges Problem. Okay, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und da ist eine Zuflucht. Eine Zuflucht und ein... Fotopunkt. Alter, wer baut sich bitte eine Burg mitten in einem Loch? Ein bemerkenswerter Anblick ist es allemal. Okay, finde den Eingang. Ja, bei Zeit. Erstmal finden wir die Zuflucht. Guten Tag, Zuflucht. Ha. Dies wäre ein geeigneter Ort für eine Rast, findest du nicht? Oh, du
Du scheinst langsam zu kapieren, wo Menschen schlafen können und wo nicht. Eher eine Nischenkompetenz. Aber trotzdem, danke. Ich sehe schon das nächste Mal Probleme mit Heiltränken. Denn unser Vorrat an Salbenlein neigt sich langsam dem Ende zu. Und das ist nicht gut. So. Okay, was ist hier? Vorräte, das ist schön. Katzen, das ist noch viel schöner. Okay. Zeit für eine Lesestunde. Da haben wir, glaube ich, jetzt nichts abgeschlossen, ne? Nee, okay. Gut. Dann, halt. War da noch was? Nee, okay. Ich dachte, auf dem Nachttisch steht noch was, aber es war nur eine Kerze und nichts zum Angucken. Gut, dann... Hier war doch ein Fotopunkt. Die große Preisfrage ist, wo ist der jetzt hin auf einmal? Ah, hinter uns. Da ist er. Da ist er. Ja, okay, gut. Oh Mann, ich wette, den Stadtkindern würde das gefallen. Das könnte ein eindrucksvolles Hallo? Bild werden. So, da sind wir beim Fotopunkt. Genau, knips mal schnell, aber ich nehme mal an, du möchtest den Turm knipsen. Der schon sehr imposant aussieht, das muss man ihm lassen. Okay, sehr cool. Annehmbar. Sehr cool. Haben wir hier sonst noch was oder ist hier wirklich nur... Eingang finden und dann gib ihm. Au. Ich find's auch schön, wie sie auf die Vögel mit Wasserbällen schmeißen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie finde ich das gerade ganz cool. Ich empfehle das aber nicht im echten Leben nachzumachen. Das könnte Vögeln nicht gefallen. Ja. Voll auf die 12! Okay, so. Dann würde ich fast sagen, wir eilen hoch. Einmal weiter in Richtung Eingang. Und so wie es aussieht, können wir hier einmal dieses Pater spielen. Oh, Gegner, hallo. Nicht schlecht. Nun tu doch was. Ralf, ich mach doch schon. Weißt du, hängt die ganze Zeit nur lässig an meinem Arm rum und gibt schlaue Ratschläge. Das sind mir die... Au, liebsten. Okay, so. Dann haben wir die auch und sind sogar noch mal eine Stufe aufgestiegen. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn diese Katze angeflogen kommt. Weil das klingt immer so, als würde ein Gegner gerade angreifen. Hey, ein Pater. Und das hier draußen? Und Frey? Wir haben natürlich Lust auf eine Partie. Im schlimmsten Fall kriegen wir was Gutes. Oh, verstärkt vorübergehend unsere Verteidigung aufs Maximum. Das ist richtig gut. Das müssen wir, glaube ich, echt ausnutzen. Oh, Freudensprung. Besonders, wenn es jetzt eventuell gleich Richtung Burg und damit verbunden schon wieder Richtung Kampf gegen eine Tanta geht. Weil das geht hier tatsächlich irgendwie relativ Schlag auf Schlag mit dem Tanta-Kämpfen. Es sei denn natürlich, da kommt jetzt noch irgendwas Großartiges, aber ja, wer weiß.
Okay, die sind resistent. Gegen welche Magie sind sie denn nicht resistent? Okay. Das war doch okay. Sehr angenehm. Her mit eurer Truhe. Die gehört jetzt mir. Ich will irgendwie immer X drücken zum Einsammeln. So. Frey, du solltest eigentlich durch das Tor durch, nicht oben rüber. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir finden den Weg. Wie das jetzt genau läuft, ist ja dann wurscht und auch nö. Ich behaupte einmal, ich erkenne eine Arena, wenn ich eine sehe. Manchmal zumindest. Sieht so aus. Hallo, Mann. Ach, du musst einfach nur. Oh, lass mich raten. Acht geben und auf der Hut sein oder sowas? Ich komm klar rein. Und du hilfst mir, stimmt's? Natürlich. Okay, wie es aussieht, hat zumindest Tante Olaf keine eigenen Schergen, sondern bedient sich der Schergen ihrer. Anderen Jetzt gibt's nur noch uns beide, Kollege. Reden wir es hinter uns. So, schnell einmal das hier machen, weil sonst kommt die große böse Troller gleich nochmal. So, und das möchten wir auf gar keinen Fall. So viel steht fest. So. Das war das. So, und das war auch das. Sehr schön. Das war erstaunlich einfach. So Plackerei. Schleiche dich in die Burg. Ist der Weg frei. Kämpfend. Stimmt. Sollen wir? So, hier liegt noch ein Archiveintrag. Das Versagen der Reddick. Obwohl die Reddick anfangs eine unaufhaltsame Streitmacht zu sein schien, wurden sie dank der Bemühungen der Tantas aus Athea vertrieben. Zwischendurch waren sie derart überlegen, dass sogar die mächtige Burg Visoria vor ihnen fiel. Wie konnte so ein formidabler Feind so schnell bezwungen werden? Es wäre leicht, dies dem Umstand zuzuschreiben, dass sie so viel Macht in den Händen ihrer Generäle vereinten, aber dies erklärte nicht, dass sie völlig unvorbereitet auf die Konsequenzen waren. Aha, okay. So. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob wir jetzt schon in die Burg Visoria richtig rein sollten, denn so wahnsinnig lange geht diese Folge nicht mehr und ich fürchte, wenn wir erstmal drin sind, dann geht das auch eine Weile. Gerade wenn man bedenkt, wie schon die ganze Geschichte mit Tante Olas in New York war. Deswegen würde ich sagen, streuen wir hier einfach noch mal ein bisschen Erkundung mit ein. Und zwar, was kann man denn mal machen? Wo haben wir denn noch ein bisschen was offen? Ja, im Endeffekt könnte man hier das Ganze mal fertig machen, indem wir einmal diesen Turm holen. Und dann holen wir uns diesen Fotopunkt und die Höhle. Und dann finden wir auch wahrscheinlich noch ein weiteres Dorf, das wir befreien müssen. Ich denke, das lohnt sich dann für den Rest dieser Folge und in der nächsten Folge gehen wir dann hier die Hauptquest einmal komplett weiter an und kümmern uns hoffentlich erfolgreich um Tante Olas. So. Und eventuell kommen wir auf dem Weg nochmal an ein bisschen Salbenlein vorbei, den wir pflücken können, so wie hier zum Beispiel. Sehr schön. Nee, euch lasse ich jetzt mal links liegen. Den hier nicht. Okay. Und da ist auch schon das Türmchen. Sehr, sehr angenehm. So.
So. Perfekt. Dann einmal hoch. Okay, das hier ist... Gehört das hier noch zum Akademiehügel? Ich glaube nicht. Da ist die Höhle. Hier irgendwo ist auf jeden Fall noch ein Dorf, das wir befreien müssen. Ich sehe es ehrlich gesagt aber nicht. Das hier ist schon wieder das nächste Gebiet von Visoria. Hä? Bin ich blind? Genau, das ist das andere Gebiet. Das ist inneres Visoria. Das, was wir gerade gesehen hatten. Wo haben wir denn hier noch ein Dörfchen? Das ist auch schon... Das sind die schlichten Fluren. Fotospot, Höhle, Dorf bzw. Festung. Etc. Aber hier ist ja nur noch die zwei Dinge hier. Die Höhle. Der Fotospot, das verstehe ich. Das Vorhaben wir. Ich bin gerade etwas überfragt. Oder ist das hier irgendwo? Da. Da ist es. Mit Sicherheit ist es das. Okay. Okay, dann nehmen wir erstmal den Fotopunkt. Und ganz zum Schluss gucken wir dann mal, ob wir da was finden, wo wir denken, dass wir was finden. Mako! Ist man gar nicht gewohnt, dass man hier selber suchen muss. Jetzt da, wo das Spiel eigentlich immer alles in kleinen Häppchen schon auf dem Teller serviert, sozusagen. Weil das, muss ich sagen, ist echt tatsächlich so ein kleines Manko, das ich finde. Ich bin jemand, ich erkunde sehr gerne. Aber hier hat man ja wirklich jeden Ort schon, ja, parat. Und weiß vor allem halt auch schon, worum es sich handelt. Es macht zwar auch Spaß, diese Orte irgendwie zu erkunden, aber es ist halt auch dann relativ ähnlich meistens. Wie zum Teufel kommen wir da hin? Na, schauen wir mal. Hier sind Bären, die mögen wir auf jeden Fall nicht. So. Die Bären mögen wir nicht. Die Bären dürfen gerne gehen. Hier sind viele Bären in dieser Schlucht. Ist das die Schlucht der Bärchens? Es ist die Schlucht der Rätseltruhe. Ja, schau mal einer, guck. Gut. Nee, ich habe keine Lust, gegen die Bären zu kämpfen. Ich geb's zu. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich nehme dich auch. Vor allem so wie es aussieht, darf ich hier nicht mal hoch. Was ist das denn? Okay, klappt das vielleicht so? Dass wir sagen so und dann... Komm schon, komm schon, komm schon. Ich möchte nach oben. Hoch. Ich komme nicht höher. Hä? Sag mal, wollt ihr mich komplett verarschen eigentlich? Na gut, dann müssen wir wohl einen anderen Weg wählen. Toll. Das sagt mir jetzt ja gerade gar nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich nur ein paar Orte abhaken und dann ist da sowas. So, dann lass mich doch bitte irgendwie hier hoch. Nee. Wie ätzend, dass man hier nicht hochkommt. Was soll das denn? Man kommt überall hoch, aber hier? Nein. Warum auch? Oder bin ich einfach nur falsch? Ich möchte hier zu dem Fotopunkt. Der zählt zum Akademiehügel. Man kommt aber scheinbar nur über den Landsitz der Tanta hoch. Okay, dann lassen wir den einfach mal aus. Aber schnell reisen kann ich doch jetzt sicherlich nicht, denn immerhin werden wir scheinbar gerade angegriffen.
Ach, muss denn das sein? Und der ganze Schwarm Vögel verfolgt uns einfach. Und irgendwas knurrt hinter uns. Ach so, Bärchen. Ja, angenehm. Dann würde ich fast sagen, die können sich gerne gegeneinander, also gegenseitig ein bisschen kaputt machen. Das ist uns ja dann relativ wurscht. So. Wir kümmern uns erstmal hier um. Ja, Kräuter. So, aber jetzt würde ich ganz gerne schnell reisen. Dann sind wir doch etwas schneller da. Okay, also einmal zu dieser schönen Höhle. Und da sehe ich auch schon so einen großen. Wundervollen. Oh, ja. Das wollen wir nehmen. Na also. Oh, so gefällt mir das. Hey. Wer hätte gedacht, dass man gegen diese Dinger auch gut bestehen kann? Ja. Vor allem so easy. Auf einmal sind die so leicht. Das ist schön. Ich mag das. Ich mag das wirklich gerne, wenn ich ehrlich bin. Okay, cool. So, hier kommt man wenigstens hoch. Und ich sehe euch doch. Ich bin gerade. Sekunde. Halt, 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 stopp. Nein, Moment. Okay. Solide Leistung. Okay. Alter. Ja. Also. So. Jetzt sollten wir das doch eigentlich hier hinkriegen. Dieses Fliegeviech kann eigentlich jetzt ganz gerne gehen. Weitere Gegner sind aufgetaucht. Warum sind die das? Warum machen die das? Das muss doch nicht sein. So. Das war der letzte. Magie plus 1. Sehr angenehm. Finde ich schön, wie er gerade so richtig schön zersplattert ist. Das war angenehm. So. Dann nehmen wir einmal die Kiste mit. Irgendwas greift uns doch hier noch an. Ach so, er hier. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann nehmen wir uns den ganzen Kladderadatsch hier nochmal mit. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir da wirklich noch ein Dörfchen finden. Da ist auf jeden Fall was Böses. Das lassen wir jetzt einfach mal böse sein und überlassen es auch vor allem sich selbst. Also das da hinten sieht mir auf jeden Fall aus wie ein Dörfchen. Schönes Dörfchen, wenn ich ehrlich bin. So direkt am Wasser. Kann man auf jeden Fall machen, oder? Da lässt sich eigentlich ganz gut leben, denke ich. Und siehe da, es ist das, was wir gesucht haben. Hallo Krokodil! Oh. Euch hatten wir ja schon lange nicht mehr. Aus dem Weg!
Okay, oh. Es ist kein normales Krokodil, es ist ein böses. Also ein stärkeres. Okay, das war jetzt nicht nett. Wo ist es? Hallo? Da. Verdammt! Cool. Okay. Sebikus. Okay, ein neuer Gegner offensichtlich. Den hatten wir offenbar noch nie. So. Prügel. Kundschafte die Umgebung aus. Ich kundschafte. Und ich finde nichts. Ich finde eine Kiste. Ich habe eine Kiste gefunden. Die Kiste sagt mir, hallo, Gegner sind aufgetaucht. Okay, dann machen wir die Gegner hier doch einfach nochmal kurz platt. Da ist aber auch wieder ein stärkerer von denen dabei, offensichtlich. Aua. Zwei stärkere von denen. Also erstmal die Schwachen weg. Und dann können wir uns auf die Stärkeren konzentrieren. Voll auf die 12! Okay. Drei stärkere, wie es aussieht, sind sogar dabei. Ne, doch nur zwei. So, der ist weg. So, der ist auch gleich weg. Oh, das war's? Das war's schon. Okay, cool. Dann haben wir von den anderen Dingern da auch mal die stärkere Variation kennengelernt. Das ist doch auch mal ganz angenehm. Und dann bin ich doch sehr gespannt, was für eine Kette wir gleich finden werden. Mal sehen. Was haben wir hier? Oh, die ist schick. Verstärkt die Wirkung von Tante Olas charakteristischer grüner Magie. Okay. Das ist doch schön. Dann haben wir Frügel abgeschlossen. Und damit würde ich sogar diesen Part dann beenden. In der nächsten Folge geht es dann weiter tatsächlich mit der Hauptquest. Wo war das nochmal? Hier. Da können wir ja auch schon mal hinreisen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Tante Olas Palast wieder. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.